Wir kommen jetzt tatsächlich zu 14.2, Dresdner Bericht über die Lebensverhältnisse in den Stadtteilen. Einreicher ist Fraktion Die Linke. Herr Kiesling war schon unterwegs. Bitte schön. Ich bin jäh aufgehalten auf meinem Weg nach vorn durch diese Intervention. Wir haben diesen Antrag vor geraumer Zeit gestellt. Er ist aber eigentlich zeitlos. Es gibt auch keinen Grund, ihn voranzudrängen. Deswegen habe ich das eher geduldig gesehen. Und ich will mit diesem Antrag, wir als Fraktion wollen mit diesem Antrag auf folgendes Problem hinweisen. Das Problem ist, dass diese Stadt wahrgenommen wird und in vielen Kriterien ist sie das auch als eine extrem gespaltene Stadt. Man konnte diese Spaltung bei der letzten Oberbürgermeisterwahl übrigens am Wahlverhalten wieder genau nachvollziehen. Im Zentrum, da wo sagen Menschen wohnen, die von dieser Gesellschaft noch was erhoffen, ist die Wahlbeteiligung extrem hoch gewesen. In den Randbereichen, in den sozialen Randbereichen war sie extrem niedrig und ist zum zweiten Wahlgang hin sogar noch gesunken. Könnte man ganz genau daran messen. Wir messen übrigens diese Spaltung der Stadt in fast all unseren Fachplanungen. Aktuell in der Fortschreibung der Bildungsplanung messen wir sie wieder. Wir haben sie gemessen bei der Frage, wo denn Kultur- und Nachbarschaftszentren hin sollen. Immer wieder messen wir diese Spaltung der Stadt. Und dabei legen wir fast immer dieselben Kriterien an, nämlich wo wohnen Menschen, die abgehängt sind, die ausgegrenzt sind, die viel öffentliche Unterstützung brauchen. Und dann kommen wir immer zu denselben Gebieten. Das heißt, diese Spaltung, die sich in den Einkommensverhältnissen der Menschen ausdrückt, wird quasi immer wieder reproduziert in unseren Berichterstattungen. Das ist eine spannende Sache, weil damit wird manches vielleicht auch zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Und selbstverständlich ist es mir als Linken lieb und teuer, wenn Ressourcen, vor allem teuer an manchen Stellen, aber auch lieb, wenn Ressourcen dorthin gelegt werden, wo viele Menschen wohnen, die die Ressourcen besonders brauchen. Aber ob das die Lebensverhältnisse in diesen Stadtgebieten wirklich widerspiegelt, das ist eine spannende Frage. Die Bundesrepublik macht seit vielen Jahren diese Gleichwertigkeitsberichterstattung. Und das Interessante ist, wenn man sich dort die Kriterien anschaut, da sind das viel mehr Kriterien als die reine ökonomische Situation der Menschen, die im Raum wohnen. Das ist zum Beispiel die Frage, wo der nächste Kinderarzt ist. Wie weit braucht man bis dahin und hat ja noch Platz? Das ist die Frage der Versorgung mit Lebensmitteln. Wo ist der nächste Laden? Sind das nur noch billige Zentren oder gibt es die eine oder andere kleine Boutique noch, wo man was kaufen kann? Das ist die Frage von vorhandenen Gaststätten zum Beispiel. Hat ein Viertel nicht auch dann eine hohe Lebensqualität, wenn man dort abends in die Kneipe gehen kann oder vielleicht in zwei oder in drei? Ja, das alles sind Fragen, die man sich stellen muss. Wir reden von Luftqualität, wir reden von Lärm. Und was wir uns wünschen und mit diesem Antrag anregen, ist, die Berichterstattung über die Lebensverhältnisse in unseren Stadtgebieten eben auch in mehr zu sehen als nur in der Messung von ökonomischer Armut. Und dann vielleicht auch stärker an die Strukturen heranzugehen und Lebensverhältnisse anzugleichen über andere Wege als nur über die karitative Armutsfolgebekämpfung. Das könnte Ziel sein. Deswegen ist der Ansatz, so einen Bericht zu verlangen, sich vielleicht auch viele Gedanken zu machen in der Verwaltung. Und ich würde da gern mitwirken, was man denn alles messen müsste in der Stadt im Unterschied zur Bundesrepublik, zur großräumigen Betrachtung. Und daraus dann politische Strategien abzuleiten, auf dass es möglich ist, dass wir in dieser Stadt sagen, es ist eigentlich egal, wo du wohnst, es sind überall gute Lebensverhältnisse. Das war unser Antrag. Ich freue mich, dass der letzte Ausschuss dem knapp, aber doch mehrheitlich gefolgt ist und bitte Sie, das ebenfalls zu tun. Mir ist lediglich eine Wortmeldung signalisiert. Herr Gilke, bitte. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner, ein weiterer Bericht soll der Oberbürgermeister stellen. Diesmal über die unterschiedlichen Lebensweisen in der Dresdner Stadtteilen. So will es zumindest der Antrag der Linken. Und schließlich soll eine grundlegende Strategie zur Angleichung der Lebensverhältnisse der einzelnen Stadtteile geschaffen werden. Dies war und ist schon immer der große Traum linker Politik und wurde schon in der Vergangenheit häufig erreicht, allerdings nicht auf hohem Niveau. Zum Teil hat die Landeshauptstadt Dresden gewaltige Datenbanken bereits geschaffen. Die uns Stadträten ermöglicht, uns ein umfassendes Bild über Stadtbezirke und Stadtteile zu geben. Schulen, Krankenhäuser, Ärzte, kulturelle Einrichtungen, Art und Weise Bebauung und ja, auch Einkommen und ähnliche Faktoren lassen sich erschließen. In der Begründung der Linken findet man auch konkrete Zahlen über Armutsgefährdung und tatsächliche Armut in Dresden.
Andererseits haben die Linken auch Daten erkannt, dass es auch tatsächlich einkommensreiche Bürger in Dresden gibt. Geht es also darum zu erreichen, dass es Bürger besser geht? Es gibt verschiedene Denkansätze. Die einen sehen in noch weiteren staatlichen Eingriffen die Möglichkeit, Wohlstand für alle zu bewirken. Aber selbst jene, die dieser Sache sehr aufgeschlossen sind, erkennen, dass wir in Deutschland an Grenzen gestoßen sind. Der Autor Ronny Schöpp hat in seinem Buch Die starke Sozialstaat für sich erkannt, weniger ist mehr. Die Möglichkeit in München, sich zu entscheiden für oder gegen Arbeit, unter dieser Maßgabe, wie geht es im Ökonomischen am besten, hat ihn ausrechnen lassen, dass bei einer vierköpfigen Familie es in München besser ist, erst ab 6.000 Euro Bruttoeinkommen zu arbeiten. Und in einem anderen Fall, also bei geringeren Einkommen, ist es besser, ausschließlich aus ökonomischer Sicht nicht zu arbeiten. Staatliche Zuflüsse aller Art addiert wären in diesem Fall besser, um ein angenehmes Fortkommen im Leben zu haben. Ziel eines Antrag der Linken, eine staatliche Strategie zum Abbau ungleichwertiger Lebensverhältnisse zu schaffen, also durch den Staat, führt natürlich noch zu mehr Staat und damit zu mehr Abgaben und mehr Steuern und damit zur sinkenden Bereitschaft, mehr zu tun, als sinnvoll wäre. Wir haben in Deutschland mittlerweile 1:1 der Sozialausgaben im Sozialbereich angesiedelt. Und wir müssen auf allen Ebenen überlegen, ob wir zurzeit das Rad nicht überdrehen. Eine neue, wunderbare sozialistische Welt, deren alten Welt viele Leute vor gut 30 Jahren dringend verlassen wollten. Nutzen wir also heute die Datensätze, die wir bereits heute von der Stadtverwaltung in reichlichen Mengen haben und helfen dort, wo es notwendig ist. Daher lehnen wir diesen Antrag ab. Vielen Dank. Frau Siebeneicher. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste und Zuschauer. Wir werden uns bei diesem Antrag enthalten, das möchte ich gleich vorweg sagen, denn wir sehen keinen weiteren praktischen Nutzen in einem solchen Bericht. Herr Kiesling hat es ja schon angedeutet, wir haben eine ganze Menge Daten, wir haben eine ganze Menge an Zahlen, die uns immer und immer wieder präsentiert werden und haben durchaus einen sehr guten Überblick, wie sich die Sozialstruktur in unserer Stadt verändert oder in welchen Bereichen, in welchen Stadtteilen sie eben konstant schwierig bleibt und wo auch Aufgaben liegen. Und im Übrigen hat auch die linke Sozialbürgermeisterin Chris Kaufmann im Ausschuss die Position vertreten, dass es so einen Gleichwertigkeitsbericht in der Form nicht braucht für Dresden. Ich glaube, was wir brauchen, ist wirklich, dass wir genauer hinschauen, wo die Problemlagen sind und wie wir die bekannten Probleme angehen können. Und da sind ja schon eine ganze Menge Ansätze genannt worden. Ich denke, wir können als Stadt Armut direkt entgegenwirken, indem wir zum Beispiel einen günstigen öffentlichen Nahverkehr fördern, eine gute Fuß- und Radwegeinfrastruktur, dass wir möglichst viele Vergünstigungen über den Dresdenpass zur Verfügung stellen, eine kommunale Schuldnerberatung für den Ernstfall, aber auch eine schlanke, möglichst unbürokratische Verwaltung, wenn man eben auf soziale Hilfe, also auf das Sozialamt oder das Jobcenter angewiesen ist. Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum oder eine städtische, über die städtische Wohnungsgesellschaft wäre ein weiterer Ansatz. Das sind aus meiner Sicht ganz konkrete Möglichkeiten, die wir als Kommune haben und die wir natürlich hier auch nutzen müssen, um Armut entgegenzuwirken und eine attraktive Stadt für alle zu sein. Was wir nicht wollen, ist das, was die AfD hier natürlich erwartbar mit Herrn Gilke gerade wieder vorgetragen hat, nämlich, dass wir die Stadt versuchen zu spalten in sogenannte Sozialschmarotzer oder ein Stück Sozialdarwinismus ist ja auf jeden Fall in der Vorgängerrede schon rausgekommen. Nein, wir sehen die Probleme, wir denken aber, dass wir sie nicht über einen weiteren Bericht lösen können. Und ich möchte zum Schluss auch noch mal sagen, dass wir ganz grundlegend diesen Ansatz der Linken, ich sage mal, kritisch oder zumindest zweifelhaft sehen. Denn was fernab des Berichtes in dem Antrag gefordert wird, ist, dass der Oberbürgermeister ein Konzept vorlegen soll auf Grundlage dieser Daten und eine grundlegende Strategie zur Angleichung der Lebensverhältnisse in den einzelnen Stadtteilen bilden soll.
Ich sage ganz ehrlich, wir Bündnisgrüne wollen natürlich aus Armut heraushelfen. Wir wollen Selbstbestimmung fördern und wollen auch in schwierigen Lebenslagen und in finanzieller Not helfen. Was wir allerdings nicht wollen, ist eine grundlegende Angleichung aller Lebensverhältnisse. Die Stadt sollte aus unserer Sicht einen Rahmen schaffen für eine gleichberechtigte Teilhabe, ohne das Leben aller zwangsläufig angleichen zu wollen. Und aus diesen, ich sage jetzt mal genannten Gründen, werden wir uns bei dem Antrag enthalten und können dem so nicht zustimmen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Genau, also wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, würde ich jetzt Herrn Giesling zum Schlusswort aufrufen und dann kommen wir zur Abstimmung. Ja, interessant. Ein bisschen mag ja die reflexhafte, sozusagen, der reflexhafte Blick darauf, dass ungleiche Lebensbedingungen etwas zwingend mit Armut zu tun haben, in der Begründung liegen. Das gebe ich gern zu. Aber das, was ich hier ausgeführt habe, zeigt was anderes. Dass die AfD kein Interesse daran hat, Armut aufzuheben oder zu verringern, ist klar. Für sie sind ja die Armen diejenigen, die sie ausgrenzen wollen. Das kommt immer wieder vor. Sie geben sich einen sozialen Anstrich, aber sie sind natürlich im Herzen eine extrem klassistische Partei, den Armen nicht am Herzen liegen. Das ist klar. Bei den Grünen wundert es mich ein bisschen, weil wir sagen, das, was ich mir unter Gleichwertigkeit vorstelle, heißt, wenn ich in die Stadt Dresden ziehe, vielleicht als Familie mit Kindern, wenn ich überlege, wo ich mein Leben verbringen will, dann will ich eben nicht Angst haben, in ein Gebiet zu ziehen, was schlechtere Stadtchancen beinhaltet. Ja? Und das ist bei uns so. Wir haben verfestigte Armutsgebiete, in denen niemand mehr hinziehen möchte, weil dort, wenn man dorthin zieht, das eigene Kind zum Beispiel keine guten Chancen hat. Und wie lösen wir das? Und das können wir nicht lösen, indem wir die dort vorhandene Armut durch unterstützende Maßnahmen in ihren Folgen mildern. Deswegen bleiben die Gebiete arm. Das ist das Problem. Ja? Sondern man muss überlegen, was macht denn dieses Gebiet im Ruf besser? Und wenn wir das 100. Mal gemessen und nachgewiesen haben, dass in Gorbitz und in Prohlis die Leute arm sind, dann werden viele niemals dorthin ziehen. Warum will man dorthin? Aber wir können die Situation auch von armen Menschen nur verbessern, wenn sie eben gemischt mit Leuten wohnen, die nicht so arm sind, damit man sich gegenseitig stützen kann zum Beispiel. Das kostet dann wenig kommunale Aufwendung. So, und ich will ein Beispiel machen. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, wie wir mal mit einer ganz geringen, sozusagen Einwirkungstiefe die Situation in dem Stadtgebiet verbessert haben. Sie erinnern sich vielleicht noch, wie die Weiße Gasse vor vielen Jahren aussah. Da war nichts. Die war leer und das war keine Lebensqualität. Und irgendwann mal haben kluge Leute gesagt, es soll in der Altstadt bitte auch Gaststätten geben, die abends offen haben, dass man eine Auswahl hat. Und dann ist in meiner Erinnerung nach die WOBA damals gebeten worden, da ein Jahr lang für Gaststätten die Weiße Gasse kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Und als das Jahr rum war, sind die Kneipen geblieben. Und jeder von uns, der ab und zu im Rathaus ist, weiß, dass alleine die Tatsache, dass in diesem Stück Weiße Gasse viele unterschiedliche Gaststätten sind, dass es da den Aufenthalt viel angenehmer macht, dass man gern dahin geht, dass man sich dort was aussucht, überlegt, wo gehe ich hin, und das erhöht die Lebensqualität, ganz praktisch. Das heißt nicht Transferleistung, das heißt, was muss ich tun, damit Menschen in dem Gebiet gern wohnen, gern dorthin ziehen und zwar eben nicht wegbleiben, weil es ist ein Armutsgebiet und dort Angst haben hinzuziehen, in ihrer Lebensplanung es ausschließen. Und ich wette, wenn wir Gorbitz und Prohlis unter diesem Gesichtspunkt betrachten würden, gäbe es vermutlich eine Menge positiver Dinge. Das sind nämlich damals stadtplanerisch, wir sagen, hochmoderne Gebiete gewesen, mit viel Luft, mit viel Licht dazwischen, mit Platz, eigentlich ideale Wohngebiete, aber dazu müsste man auch das Positive beschreiben. Ja? So, und das heißt für mich, sozusagen, ein Bericht über die Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen, eben nicht Armut beschreiben und dann nochmal und dann nochmal und dann Geld hinschicken, damit die Armut weg ist, sondern zu überlegen, was macht Lebensqualität aus, welche Kriterien nehmen wir und wie schaffen wir es am Ende, diese Stadt, wir sagen, so zu machen, dass jeder Ort gut zum Leben ist, und zwar entsprechend den persönlichen Wünschen von Menschen, die sich ein Gebiet aussuchen. Das ist der Grund. So, das eigentliche Schlusswort hat dazu geführt, dass sich noch weitere Widerwelten mussten. Und meine Geschäftsordnung lässt es jetzt nicht zu, das abzuwürgen. Herr Gilke. Und dann Herr Pinkert. Frau Siebeneicher, Sie lachen so schön. Vielleicht hätten Sie mir zuhören sollen. Das Beispiel, was ich gebracht habe, kommt aus einem Buch von einem Autor namens Rönny Schöpp. Und das Buch heißt Der starke Sozialstaat.
Und damit Sie mich verstehen und das auch vielleicht sogar begreifen können, noch mal ganz langsam. Ronny Schöpp, der starke Sozialstaat. Und hier auf die AfD einzuhacken, einfach nur aus der Dummheit heraus, und entschuldigen Sie bitte, das kann man gar nicht nachvollziehen, was Sie daraus produzieren, das ist ja Schwachsinn. Also viel Blödsinn. Das sind ja keine Beleidigungen. Wenn wir hier beleidigt werden, gibt's mal zurück. Und wer austeilt, muss auch einstecken können, Frau Dr. Geitsch. Das sollten Sie auch kennen. Und zum Thema, Herr Kiesling, zum Thema Prolis. Wer von Ihnen, und die linke Fraktion kennt das sehr gut, weil sie hatte dazu eine Anfrage gemacht, es gibt ein wunderschönes Video, der Stadtteilfilm. Da geht es um Prolis. Und den können Sie sich mal anschauen, da können Sie mal die vielen schönen und angenehmen Seiten von Prolis sehen. Zu behaupten, wir wären gegen Leute im sozialen Rand, das ist totaler Bullshit. Schauen Sie sich das Video an und da können Sie mal sehen, wie schön Prolis ist. Vielleicht haben Sie sogar dann Motivation, nach Prolis zu ziehen. Könnte ich nachvollziehen. Danke. Herr Pinkert. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum. Ich muss sagen, der Herr Kiesling hat es ja herausprovoziert, dass ich jetzt hier vorne stehe, es tut mir leid. Grundsätzlich ist es so, was er verlangt, diesen Gleichwertigkeitsbericht und dann auch eine Vorlage, um alle gleich zu machen, ist ja eigentlich der Versuch, wieder irgendwo einen Anstoß zu geben, dass wir ein oder sagen wir so, er lässt eine Vorlage durch die Stadtverwaltung erarbeiten, wie man noch mehr irgendwo Sozialarbeiter oder Sonstiges unterbringen kann, die von Steuermitteln leben. Statt wirklich die Wurzel des Übels zu benennen, die er ja auch selber mit vertreten hat, nämlich die sozialräumliche Verteilung von Bürgern in der Stadt, die hier ankommen, ja, die zu den Problemen geführt haben, wenn ich dran denke, bis 2015 war Gurbitz ein aufsteigender Stadtteil. Es war schön dort. Es ist grundsätzlich ein schöner Stadtteil, genauso wie Prolis, genauso wie Johannstadt dort, Johannstadt Süd. Im Moment nicht mehr. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Bürger, die dort schon immer leben, anders geworden sind. Ja? Das hat andere Ursachen, die werden aber hier von der Linken, von den Grünen, von der CDU und anderen nicht benannt. Und was ich eine Frechheit finde, uns als rassistisch zu bezeichnen. Ich weiß nicht, wie der Herr Kiesling überhaupt auf die Idee kommt. Und auch, dass wir die Armut halten wollen und befördern wollen. Tut uns leid, wir versuchen hier irgendwo Grenzen zu ziehen, dass wirklich die Mittel des Steuerzahlers den Steuerzahlern wieder zur Verfügung stehen und nicht in wirklichen Utopien versenkt werden und die Mittel nicht mehr dem Bürger zur Verfügung stehen. Ja, wenn ich alle gleich machen will, habe ich ein leistungsloses Prinzip, was nie funktionieren wird in der Gesellschaft. Danke. Führt das noch zu weiteren Wortmeldungen? Herr Schmählich. Nein, keine Angst, ich mache das auch gleich von hier aus, weil man kann natürlich auf dieser wirklich extrem unsachlichen und fast ekligen Art die Debatte führen, wie das eben gerade Herr Winkert getan hat, aber man kann sie auch ein bisschen anders führen und da würde ich gerne mal anknüpfen an das, was Tina Siebenmeier sagte. Dieser Antrag der Linken ist ein Bella Figura-Antrag, der im Grunde genommen ein Problem, welches längst bekannt ist, in den Mittelpunkt rücken will und Lösungen anbietet, die längst auf dem Weg sind. Wir haben kein Erkenntnisproblem, lieber Thilo, wir haben ein Handlungsproblem. Und wir sollten zunehmend im Grunde uns darauf konzentrieren, an Handlungen zur Verbesserung von Lebenssituationen zu arbeiten und weniger Zeit damit zubringen, noch mehr Daten, die ohnehin da sind, zu sammeln. Und deshalb halte ich diesen Antrag schlichtweg für überflüssig. Danke. So, weitere Worte sehe ich nicht. Dann kämen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen mit dem Hand. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung. Zwölf Ja-Stimmen, 26 Nein,
18 Enthaltungen. Damit ist der federführende Ausschussbericht abgelehnt, was dazu führt, dass wir über den Antrag abstimmen müssen. Wer dem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? Zwölf Ja, 33 Nein, 20 Enthaltung, abgelehnt. Wir machen weiter.